Ein weiterer Lesemonat, den ich euch noch nicht gezeigt habe, ist der Dezember aus dem letzten Jahr. Ja, ich möchte euch heute in dem Video erzählen, welche Bücher ich alle im Dezember beendet habe. Insgesamt waren es 9 Stück, also es war nochmal ein Monat, der sehr gut gelaufen ist. Ich muss aber sagen, dass auch 2 Kurzgeschichten dabei waren, also von daher, ja, kann man das jetzt so sehen, wie man möchte. Aber im Grunde genommen war ich wirklich sehr zufrieden und ich möchte euch natürlich erzählen, wie ich die Bücher fand. Vorher ein bisschen Statistik wie immer. Ich habe, wie gesagt, 9 Bücher gelesen. Das waren 3009 Seiten und somit ungefähr 97,1 Seiten pro Tag. Nicht ganz die 100 Seiten, die ich mir vorgenommen habe, aber im Gesamten trotzdem ja, nicht verkehrt. Ich habe 2 Bücher als Printexemplare gelesen und 8 als E-Books. Ergibt nicht ganz 10, einfach weil ich ein Buch als E-Book und Print gelesen habe, genau. Dann waren es 5 von einem Autor, 5 von einer Autorin. Auch das gibt nicht ganz 9, weil es 2 Autoren waren, die ein Buch zusammengeschrieben haben, also ein Duo. Und meine durchschnittliche Sternebewertung war 3,7, also nochmal ein ziemlich guter Lesemonat am Ende. Allerdings auch nochmal 2 Flops dabei, also es war wirklich bunt gemischt, sagen wir mal, was meine Bewertung angeht. Und ja, weil es eben 9 Bücher sind, würde ich jetzt sagen, wir fangen einfach direkt an, ohne lange Vorreden. Das erste Buch, das ich gelesen habe, ist das von dem erwähnten Duo, und zwar Der 13. Mann von Michael Zugos und Florian Schwieker. Das ist der zweite Teil der Jama und Eberhard-Reihe. Und ich habe das Buch hauptsächlich gelesen, weil ich erstens den ersten Teil ganz gerne mochte und zweitens, weil es gut in meine Challenge eine Zahl auf dem Cover gepasst hat. Und ja, ich wollte das einfach gerne noch am Ende des Jahres sozusagen erledigen und deswegen habe ich mir das Buch rausgesucht. Wir haben hier die Hauptfiguren Justus Jama, der ist Rechtsmediziner, und Rocco Eberhard, der ist Anwalt. Und zu Rocco Eberhard, also zu dem Anwalt, kommt ein junger Mann, das ist Timo, und der, ja, bittet um Hilfe, weil sein bester Freund verschwunden ist. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass sie, oder es ist so, dass es einen Tag vor, also es ist, er ist verschwunden, einen Tag, bevor sie eine ziemlich brisante Story öffentlich machen wollten in der Presse. Und zwar gibt es oder gab es ein Experiment, wo bewusst junge Kinder an pädophile Pflegeväter vermittelt worden. Unter anderem eben auch Timo und Jörg. Und sie möchten das Ganze eben jetzt öffentlich machen und Jörg ist jetzt verschwunden. Und kurze Zeit später taucht dann eine Leiche auf bei Justus Jama, unserem Rechtsmediziner, und das Ganze führt dann eben zusammen. Es ist so, dass dann auch irgendwie das Leben von Timo sozusagen, ja, in Gefahr ist. Und dann, ja, ist eben die Frage, wer steckt dahinter? Hat das Ganze irgendwas damit zu tun, dass sie eben jetzt das öffentlich machen wollten oder eben nicht? Genau, es ist ein Justizkrimi, das heißt, das Ganze bewegt sich zum größten Teil auf der juristischen Ebene, was ich prinzipiell sehr gut finde, beziehungsweise was mich auch interessiert hat, und das ist ja auch irgendwo der Grund, warum ich es gelesen habe. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir ja eigentlich den Anwalt und den Rechtsmediziner haben, was ja auch so ein bisschen die Berufe der Autoren widerspiegelt. Und ich habe schon im ersten Teil gesagt, dass es mir ein bisschen wenig Rechtsmedizin war. Und hier ist es jetzt wieder so. Also natürlich, wir haben da eine Leiche, die da auftaucht, die muss vom Rechtsmediziner untersucht werden. Aber das ist das Einzige gefühlt, was er macht. Ich meine, klar, er mischt sich dann so ein bisschen in die Ermittlungen mit ein. Aber im Großen und Ganzen hat mir die Berechtigung sozusagen gefehlt, warum es diesen Rechtsmediziner überhaupt gibt. Also theoretisch würde es auch ohne ihn als Hauptfigur funktionieren. Also ich habe irgendwie gedacht, es passiert mehr jetzt irgendwie mehr in der Rechtsmedizin, oder ich habe es auch irgendwie gehofft. Natürlich ist es, wie gesagt, ein Justizkrimi, das heißt, es beschäftigt sich hauptsächlich mit diesem juristischen Teil, also mit diesem Teil des Anwalts, aber ja, wie gesagt, dann braucht man eigentlich nicht unbedingt die Hauptfigur des Rechtsmediziners. Dann könnte es auch irgendein Rechtsmediziner sein, der halt die Leiche untersucht hat, und dann war es das. So, das fand ich ein bisschen schade und das hat mich halt ein bisschen gestört, aber ja, im Großen und Ganzen, ich mochte es. Es war eine tolle Unterhaltung. Ich mag den Schreibstil. Ich mochte die Ermittlungen auch ganz gerne. Es ist halt hier auch mal wieder was anderes, dass sozusagen der Anwalt mehr oder weniger die ganzen Ermittlungen da führt und anstellt und eben, ja, versucht rauszufinden, was es damit jetzt auf sich hat, um dann eben seinen Mandanten irgendwie zu verteidigen bzw. zu helfen. Also das hat mir schon gut gefallen. Es war auch spannend. Es hatte überraschende Wendungen. Gerade am Ende, muss ich sagen, das hat mich dann doch überrascht, in welche Richtung es ging. Und ja,
Ich fand es einfach gut. Also ich habe es gerne gelesen. Ich habe 3,5 Sterne vergeben. Also es ist so ein Buch, was, wie gesagt, für mich wirklich eine gute Unterhaltung ist, was ich eigentlich suche, was ich gerne lese, was halt nochmal was anderes ist durch dieses Juristische, aber jetzt nichts, was mir jetzt krass im Gedächtnis bleibt. Also ich muss auch sagen, dass mir jetzt jetzt mir nicht alles im Gedächtnis geblieben ist. Ich jetzt mich nicht hundertprozentig daran erinnern kann, was alles passiert ist, aber das muss auch gar nicht. Es ist einfach... Ja, ein Buch, was ich gerne gelesen habe. Und in diesem Jahr, wir sind ja schon bei 2023, erscheint dann auch der dritte Teil der Reihe. Also ich denke mal auch, dass ich den lesen werde. Ich weiß nicht, ob ich es dann genau zum Erscheinungstermin machen werde oder erst später. Das werde ich einfach sehen, aber es ist auf jeden Fall eine Reihe, die ich gerne fortsetzen möchte. Als zweites Buch leider nochmal ein Flop aus diesem Jahr, und zwar Der siebte Tod von Paul Cleave. Das Buch klang unfassbar gut. Ich habe es aus einem Wanderpaket rausgefischt und habe es dann zusammen mit einer lieben Zuschauerin gelesen, die es eben gesehen hat, dass ich es aus dem Wanderpaket geholt habe und meinte, sie hat es auch und sie würde das gerne mit mir lesen. Und dann haben wir uns gedacht, ja, wir machen das, weil es wirklich super klingt. Also es geht hier um Joe. Und Joe ist eigentlich ja so ein, sagen wir mal, ein ganz normaler Typ. Zumindest kommt er so rüber. Er arbeitet in der Polizeistation als Putzkraft. Er kümmert sich um seine Mutter. Er hat 2 Goldfische, die sozusagen seine einzigen Freunde sind. Und ja, er ist ein bisschen komisch. Ab und zu wirft er seiner Mutter auch ein bisschen Rattengift in den Tee. Also so ganz koscher ist er nicht. Und es ist so, dass er, also wir wissen das von Anfang an, dass er eigentlich ein Serienkiller ist. Und jetzt ist so, dass auf der Polizeistation, wo er arbeitet, natürlich auch immer ermittelt wird, wer ist überhaupt dieser Serienkiller. Und es ist so, dass jetzt eine, also dass 7 Frauen ermordet worden sind, die eben alle diesem Serienkiller zugeschrieben werden. Und der Einzige, der weiß, dass es sozusagen ein Mord, also sozusagen der siebte Mord, gar nicht dazugehört, ist jetzt eben Joe. Und also er hat im Endeffekt nur 6 Frauen umgebracht und der siebte, es war irgendjemand anders. Und er denkt sich jetzt, okay, ich versuche jetzt, diesen siebten Tod sozusagen zu nehmen oder zu nutzen und alle Morde diesem einen Typen unterzujubeln, damit er so schön raus ist aus der ganzen Sache. Und er fängt dann eben selber an zu ermitteln, wer jetzt dahinter steckt, wer eigentlich diese siebte Frau sozusagen umgebracht hat und was er machen kann, um dann eben alles da auf diesen Typen zu schieben. Genau, und an sich, wie gesagt, klang es super interessant und vor allen Dingen klang es voll nach einem Buch für mich, weil ich halt dachte, okay, man liest dann eben aus der Sicht des eigentlichen Täters. Also man weiß ja, er ist ein Killer und man liest aus seiner Sicht. Und hast du auch was zu sagen? Jetzt nicht mehr. Genau, und das dachte ich eigentlich ist voll ein Buch für mich. Und zunächst habe ich mich auch direkt am Anfang irgendwie schwer getan. Der Schreibstil, sie war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht genau warum, aber es wurde irgendwann besser. Also ich habe mich dann dran gewöhnt und dachte mir so, okay, jetzt geht's los. Also es war jetzt auch nicht so, nicht schlicht schlecht. Es fängt auch super spannend an, ne? Wir lernen Joe kennen. Wir lernen halt kennen wissen erstmal, okay, was er überhaupt getan hat. Wir lernen ihn kennen, wie er so in seinem Alltag ist. Und diese ganze Situation, dass er halt direkt dort arbeitet, wogegen ihn ermittelt wird, das ist natürlich super spannend und super interessant. Aber irgendwann, hallo, irgendwann, ich versuch's mal so, wird es einfach absolut absurd. Also da gab es dann eine Szene, ich kann euch die nicht beschreiben, aber Joe ist in einem Park und trifft halt auf eine Frau. Und diese ganze Szene, die ist so abgedreht, absurd, nur noch zum Augenverdrehen. Also da dachte ich wirklich, okay, jetzt ist vorbei. Also das war wirklich richtig bescheuert, was da passiert ist. Und wie gesagt, ich habe es mit einer lieben Zuschauerin gelesen und sie fand das auch einfach nur total Banane. Also ich glaube, sie hat sogar gemeint, sie hätte es abgebrochen, wenn wir es nicht zusammen gelesen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es abgebrochen hätte, weil ich es einfach in dem Sinne doch irgendwo so weit interessant fand, dass ich halt wissen wollte, ob er es halt schafft, das jemand anders anzuhängen oder was am Ende passiert. Aber also das war wirklich total Banane. Und dann ist es so, dass es teilweise auch irgendwie ein bisschen langweilig war. Also es gab dann so Szenen, die halt so vollkommen abgedreht waren und der Rest war dann irgendwie langweilig, weil wir eigentlich nur Joe verfolgt haben, wie er so ein bisschen ermittelt hat. Und ich fand seine Ermittlungen nicht sonderlich interessant. Also es passiert halt auch nicht viel. Also ich glaube, ich kann das auch sagen, er schnüffelt dann halt auch so ein bisschen in der Polizeistation rum, was so, wer jetzt da sein könnte und
ob die irgendwelche Hinweise haben und ja, wie nah sie ihm sind und so. Und ja, im prinzipiell irgendwo schon interessant, aber es war halt so langweilig geschrieben, weil halt nicht wirklich was passiert ist. Und ja, weiß ich nicht. Im Gesamten muss ich sagen, am Ende kam schon nochmal Spannung auf. Also das war schon dann interessant, aber es wurde dann wieder so absurd. Es passiert, wie gesagt, nicht sonderlich viel. Es bleiben einige Fragen offen oder einige viele Fragen. Also das fand ich irgendwie komisch. Und im Gesamten, ja, die Charaktere waren auch merkwürdig. Also Joe war einfach super merkwürdig, aber ich glaube, genau das war so gewollt. Also das hat mich gar nicht mal gestört, aber alle anderen waren auch super strange. Also ich weiß nicht, ich fand's richtig, richtig komisch. Also gerade dieses komplett abgedrehte Absurde, also da dachte ich mir wirklich, okay, jetzt traue ich ihm alles zu. Egal, was jetzt noch kommt, schlimmer kann es eigentlich nicht werden. Also das war wirklich, wirklich krass bescheuert. Und ja, ich weiß nicht. Also hat mich nicht überzeugt. Das ist der erste Teil nach Reihe. Ich glaube nicht, dass ich weiterlesen werde. Also einfach, weil es wirklich für mich ein Flop war. Ich habe dem Buch letztendlich 2 Sterne gegeben. Einfach, weil ich die Idee schon interessant fand. Und es hat zwischendurch schon ein bisschen Spannung gehabt. Aber halt nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Vor allen Dingen, weil ich so viel Gutes gehört habe. Also als ich das Buch rausgezogen habe aus meinem Wanderpaket, da haben so viele drunter geschrieben, oh, das Buch ist so gut und das musst du lesen und das ist so spannend. Ja, und wir waren irgendwie nicht so begeistert. Also ich weiß auch nicht, aber ich bin froh, dass es zum Beispiel ich nicht alleine gelesen habe und wir es beide halt schlecht fanden. Also, dass es halt nicht nur an mir lag sozusagen, dass es schlecht war. Genau. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich in der Reihe weiterlesen werde. Dann habe ich in einer Leserunde mit Paula, Dani und Monika das Buch The Dark gelesen von Emma Houghton. Und ja, es war mal was ganz anderes und ich muss sagen, ich war tatsächlich sehr begeistert. Wir haben hier Kate, sie ist Notärztin und durch einen Schicksalsschlag ist sie jetzt der Meinung, sie braucht eine komplette Veränderung. Und dann kommt ihr ein Angebot von einer Forschungsstation in der Antarktis ganz recht. Sie soll da nämlich sozusagen den Stationsarzt ersetzen, der bei einem Unfall ums Leben gekommen ist. Und sie fliegt dann dahin und dann ist es halt so, dass sie in der Antarktis sind und dass sie sich in einer Zeit befinden, wo dort keine Flugzeuge mehr landen können, weil es eben zu gefährlich ist. Das heißt, sie sind im Endeffekt komplett auf sich allein gestellt. Es ist dann eine 13-köpfige Crew, die da in dieser Station ist und sie sind letztendlich von der Außenwelt abgeschnitten. Es ist endlose Dunkelheit, endloser Winter, es ist saukalt dort und kein anderer kann im Endeffekt dahin kommen. Und Kate fängt oder ja, hat dann nach und nach so irgendwelche Zweifel daran, dass dieser Tod von dem eigentlichen Arzt, also von dem ehemaligen Arzt, den sie jetzt ersetzt, dass das wirklich ein Unfall war. Und sie vermutet eben, dass es ein Mord war. Und ja, dann je mehr Fragen sie stellt, desto merkwürdiger ist es, desto mehr hat sie eigentlich dieses Gefühl, dass es wirklich so ist, dass sie ja, dass es eben kein Unfall war. Und dann merkt sie, okay, der Mörder scheint immer noch mit ihnen dort zu sein. Und wie gesagt, sie sind abgeschnitten. Es ist im Endeffekt halt dieses typische Szenario, eine Gruppe ist irgendwo eingeschlossen und ist von der Außenwelt abgeschnitten. Hier aber eben in der Antarktis. Und dieses Setting macht es eben irgendwie noch bedrückender und noch interessanter und spannender. Also es ist halt nicht dieses klassische, sie sind irgendwo oft in der Hütte auf dem Berg und dort schneit, sondern sie sind halt wirklich in der Antarktis, wo halt nichts ist. Also wo es auch stockdunkel ist, es wird einfach nicht hell zu dieser Jahreszeit. Es ist den ganzen Tag stockdunkel. Eigentlich alles, was sie sehen, ist halt endlose Weite, endloses Eis. Also dieses Szenario, das ist halt sehr beklemmend und das kam sehr, sehr gut rüber. Also das ist halt auch nochmal was anderes. Ich habe bis jetzt noch kein Buch gelesen, was in der Antarktis spielt. Und das macht es, wie gesagt, wirklich irgendwie zu was Besonderem. Es lässt sich sehr gut lesen, es ist auch sehr spannend. Es ist total gut zu miträtseln, weil man natürlich selber immer wissen will, wer ist jetzt der Mörder oder bildet sich Kate das alles nur ein? Ist es gar nicht so? War es doch ein Unfall? Und wenn nicht, warum war es kein Unfall und so weiter? Also man versucht dann schon mitzuermitteln und das ist schon ziemlich interessant. Wir haben aber sehr, sehr viele Charaktere. Also man versucht natürlich rauszufinden, wer von den Charakteren das jetzt ist. Man kommt ihnen aber eigentlich nicht richtig nahe. Aber das liegt auch irgendwo einfach daran, weil zu viele sind. Wie gesagt, wir haben eine 13-köpfige Crew, die eben da ist. Dann haben wir zusätzlich noch sozusagen diesen Stationsarzt, der ja tot ist, der ja auch immer wieder reinspielt. Ne, also vom Namen her. Von daher
ist es einfach nicht möglich, da jeden genau zu beschreiben. Aber für mich hat es ausgereicht, um sie alle auseinanderzuhalten. Jeder hat so seine Eigenschaften und man hat es trotzdem, also ich zumindest, habe es komplett nachvollziehen können, wer ist wer. Und dadurch war doch dieses Ermitteln natürlich noch ein bisschen mehr dabei. Also das hat für mich gut funktioniert. Man muss auch hier in diesem Setting, finde ich, nicht unbedingt den Figuren nahe kommen. Also es ist halt kein Buch, was oder keine Story, die figurgeprägt ist, sondern es ist eine Story, die halt hauptsächlich von dem Setting her sehr spannend und interessant ist. Und das hat gut funktioniert. Kate als Protagonistin lernen wir natürlich ein bisschen näher kennen, weil wir das Ganze aus ihrer Sicht erfahren. Fand ich jetzt okay, dass das so war, aber auf der anderen Seite war es für mich manchmal so, warum ist jetzt genau sie diejenige, die hier die Ermittlungen anstellt und warum ist sie diejenige, die jetzt alles so ein bisschen nicht direkt an sich reißt, aber so ein bisschen versucht, die Führung zu übernehmen. Ja, in unserer Leserunde war dann auch einfach das Thema, dass es vielleicht auch einfach der Fall ist oder sehr realistisch der Fall ist, weil sie halt die Ärztin ist und halt so als Ärztin so einen Überblick auch über die Gesundheit und das alles über alle hat. Also das konnte ich dann schon irgendwie nachvollziehen, aber in dem Moment war es mir teilweise irgendwie nicht ganz klar, warum. Aber im Großen und Ganzen fand ich's okay. Was mir ein bisschen gefehlt hat, warum ich auch hauptsächlich 4 Sterne vergeben habe, ist die Arbeit auf dieser Forschungsstation. Also mir war zwischenzeitlich nicht so ganz klar, was tun die da überhaupt, warum sind die da, was erforschen die da, warum haben die überhaupt diese Station. Da musste ich erstmal nachfragen bei den Mädels, also die haben das schon anders verstanden oder die haben dann auch gemeint, ja, das und das ist wahrscheinlich der Grund, warum die da sind. Und dann habe ich gedacht, okay, macht schon Sinn, aber es wird nicht groß beschrieben, was sie eigentlich den ganzen Tag tun. Also natürlich, bei Kate wird ab und zu erzählt, was sie macht in ihrer Krankenstation, ne, dass sie so ein paar Gesundheitsdaten aufnimmt und so. Aber im Großen und Ganzen, was die anderen da alle machen, keine Ahnung. Also die fahren da halt mal draußen aus dem Eis rum und, keine Ahnung, reparieren irgendwas. Aber so im Großen und Ganzen, so ganz gecheckt habe ich es immer nicht. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ich, wie gesagt, noch nie was gelesen habe in der Antarktis. Und dann halt auch dieses Forschungsthema, also fand ich schon interessant, wäre für mich noch interessanter gewesen, wenn es mehr erzählt worden ist. Kann aber auch einfach sein, dass es daran liegt, dass ich halt Wissenschaftlerin bin und deswegen ist mich einfach interessiert, was so erforscht wird. Aber fand ich ein bisschen schade und deswegen habe ich 4 Sterne vergeben im Großen und Ganzen, aber hat es mir wirklich super gefallen. Also dieses Setting ist wirklich großartig und es ist halt, ja, auf der einen Seite dieses typische Eingeschlossene, also was halt ja immer super spannend ist, finde ich. Und auf der anderen Seite halt mit diesem Setting macht es das natürlich nochmal interessanter. Kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann gab es im Dezember wieder einen Lesemarathon. Ich glaube, ich hatte das öfter schon mal erwähnt. Da gibt es halt so eine bestimmte Gruppe aktuell, die immer mal wieder Lesemarathon zusammen machen. Aktuell alle 2 Monate machen wir das, auch mit gemeinsamen Sprints. Das heißt, wir treffen uns dann online und lesen gemeinsam. Und diesmal haben wir uns auch dazu entschieden, ein gemeinsames Buch zu lesen. Und zwar haben wir uns entschieden für die Van der Bakers Retten Weihnachten. Und genau, das ist ein süßes Kinderbuch, beziehungsweise so Middle Grade eigentlich, würde ich sagen. Also sagen wir mal, ja, für 12-Jährige oder 10 bis 12 fände ich es ganz süß. Und haben wir, wie gesagt, zusammen gelesen und dann uns zusammen ausgetauscht. Es geht um die Van der Bakers. Das ist eine Familie mit 5 Kindern und die wohnen in einem Haus mit einem ziemlich griesgrämigen Vermieter. Und der Vermieter sagt ihnen irgendwie so 5 Tage vor Weihnachten, ja, sie müssen ausziehen, ihr seid mir zu laut, ich habe keinen Bock mehr auf euch, ihr müsst raus. So, und das ist natürlich jetzt nicht die schönste Nachricht und das Ganze auch noch kurz vor Weihnachten. Und die 5 Kinder der Familie versuchen dann eben diesen griesgrämigen Vermieter irgendwie umzustimmen. Sie versuchen alles Mögliche, um erstens Weihnachten halt in ihrem Zuhause zu retten und generell ihr Zuhause zu retten. Also sie möchten unbedingt in diesem Haus wohnen bleiben. Sie lieben das Haus, sie lieben die Gegend, die Nachbarschaft. Eigentlich kennt jeder dort jeden und sie möchten da gerne bleiben. Und deswegen versuchen sie jetzt alles dran zu setzen, sozusagen das zu retten und den Vermieter irgendwie umzustimmen. Und ich muss sagen, es war eine sehr süße Story. Sie hat sich schnell lesen lassen. Sie hatte knapp 220 Seiten, also ist jetzt auch nicht so dick. Für ein Kinderbuch auch wirklich gut. Und es hatte sehr süße Illustrationen. Ich habe das Ganze als E-Book gelesen, wo auch die Illustrationen drin waren. Also das hat auch gut funktioniert. Und es ist einfach eine süße Story. Was mir gut gefallen hat, vor allen Dingen, ist die Geschwisterdynamik. Also man hat eben 5 Geschwister. Klar, die necken sich ein bisschen und die streiten sich ja auch, aber die halten total zusammen. Die Großen kümmern sich um die Kleinen, nehmen die auch mal mit, damit sozusagen die Mutter ein bisschen Ruhe hat. Sie schmieden gemeinsam Pläne, was sie jetzt machen können, um diesen Vermieter umzustimmen und so. Also es hat wirklich
einfach gepasst. Es war total schön und hat eben gezeigt, wie harmonisch so eine Familie sein kann. Ne, ich habe selber 3 Geschwister, also ich weiß, dass es auch anders sein kann, aber es war einfach schön zu sehen, wie das funktioniert hat bei denen. Auch die ganze Familie, die ganze Freunde, also alles, dieses Umfeld, wie das beschrieben worden ist, wo sie da wohnen, sie kennen den Postboten mit Namen, sie kennen die Bäckersfrau und sie alle wissen auch, wer die Kinder sind und so. Hey! Hat auch jemand was zu melden? Und genau, das hat mir einfach gut gefallen. Auch die Weihnachtsstimmung kommt auf, aber tatsächlich erst so am Ende, also wo es dann wirklich um das Weihnachten geht, aber fand ich hier total... fand ich hier auch total nachvollziehbar, weil es wirklich bei ihnen ja auch nicht so richtig die Weihnachtsstimmung aufgekommen ist, einfach weil sie wissen, okay, sie müssen ausziehen kurz vor Weihnachten und sie versuchen einfach alles erstmal daran zu setzen und kümmern sich gar nicht so richtig um Weihnachten an sich, sondern also sie versuchen natürlich auch so ein bisschen Weihnachten, sagen wir mal, dem Vermieter nahezubringen, aber im Großen und Ganzen haben sie einfach andere Sorgen und deswegen fand ich das ja auch irgendwo nachvollziehbar. Und ansonsten, ja, fand ich, wie gesagt, es ist eine schöne Unterhaltung, es ist was Schönes für zwischendurch. Es ist ein Teil einer Reihe, wo jetzt, glaube ich, die ersten beiden Teile auf Deutsch erschienen sind und der Rest auf Englisch. Ich hatte mir überlegt, vielleicht weiterzulesen, einfach weil, ja, auch mein Englisch damit ein bisschen aufzubessern, einfach weil es süß ist. Und, ja, aber so im Großen und Ganzen. Also ich kann es euch empfehlen, wie gesagt, für Weihnachten ganz süß. Muss man jetzt aber nicht unbedingt gelesen haben. Ich habe letztendlich 4 Sterne vergeben, weil es mir wirklich gut gefallen hat. Ja, und weil ich bis jetzt auch noch nicht so viele Kinderbücher gelesen habe. So, ich versuche den kleinen Mann jetzt mal hier auf meinen Schoß zu nehmen, weil der ja eigentlich müde ist, aber er will einfach nicht schlafen. Ja, vielleicht kriegt man das jetzt so ein bisschen hin. Genau, ich habe dann auf jeden Fall noch ein Buch im Rahmen des Marathons gelesen, und zwar Winter des Wahnsinns von Veit Etzold. Das ist eine Kurzgeschichte und deswegen dachte ich mir, passt das ganz gut in den Lesemarathon, um ja einfach in der Zeit auch mal ein Buch zu beenden sozusagen. Genau, es hat 112 Seiten, dieses E-Book, und ich bin ja generell nicht so der Kurzgeschichten-Typ, aber ich dachte mir so, ja, es passt doch ganz gut wegen dem Winter und deswegen habe ich es gelesen. Letztendlich aber auch ein absoluter Flop für mich, es waren 1,5 Sterne, einfach weil es auch nicht meine Story war. Hätte ich mir aber tatsächlich fast auch vorher denken können, also als ich mir den Klappentext durchgelesen habe, war ich jetzt auch nicht sonderlich angetan. Und ich muss sagen, so richtig gecheckt habe ich auch einfach nicht, um was es überhaupt geht, weil es meiner Meinung nach so ein bisschen auch in die ja, Horror-Science-Fiction-Richtung geht und das ist einfach nicht meins. Das ist was ich mir auch einfach nicht vorstellen kann und deswegen ist es schwierig. Ich versuche euch einfach ein bisschen was vom Klappentext vorzulesen, weil ich es einfach nicht zusammenfassen kann. Ist es Zufall, der Professor Charles Ward in einer alten Buchhandlung zu einem gebrauchten Reiseführer greifen lässt, der mit seltsamen Notizen kommentiert wurde? Als Fan von H.P. Lovecraft ist der Professor sofort Feuer und Flamme für die Geistergeschichte, die die Notizen enthält. Auf einem mysteriösen Berg in Schottland soll der Geist des für seine Grausamkeit bekannten Schwarzen Prinzen umgehen. Und wenn man den Berg exakt am 21.12. aussucht, so würde der Geist des Prinzen Einblick in kosmische Geheimnisse gewähren, die kein Mensch zuvor erfahren hat. Ja, also wie gesagt, wir haben diesen Professor und der hat halt ein Buch gefunden, da sind irgendwelche Notizen und dann ist er der Meinung, er muss jetzt zu diesem Berg fahren am 21.12. und dahin da hochklettern und so weiter und so fort. Es lässt sich an sich ganz gut lesen, also ich habe ja auch so schon von Veit Etzold was gelesen, also ich komme mit dem Schreibstil schon ganz gut klar. Hier war es aber so, dass ich teilweise irgendwas übersprungen habe, weil es teilweise so wie philosophisches Gelaber oder so zum Thema H.P. Lovecraft war. Das hat mich einfach überhaupt nicht interessiert. Also es ist halt so gar nicht mein Thema, interessiert mich nicht, wollte ich nicht wissen. Und deswegen habe ich da so ein paar Passagen übersprungen, wenn das der Fall war. Vielleicht habe ich deswegen auch so ein bisschen nicht gecheckt, was es ist, weil es einfach mich nicht interessiert hat. Und ja, ich wusste wirklich bis zur Hälfte nicht, um was geht's hier überhaupt. Was passiert hier überhaupt? Was soll das Ganze? Wer ist der Typ, der da, also wer ist dieser Professor? Kann auch einfach vielleicht daran liegen, dass es wie gesagt eine Kurzgeschichte war, dass ich halt ja vielleicht einfach nicht alles mitgekriegt habe, beziehungsweise es auch einfach nicht so detailliert beschrieben worden ist, aber es war für mich einfach nichts. Die zweite Hälfte war dann durchaus auch spannend, also da habe ich dann schon auch gecheckt, was in welche Richtung es geht, aber es war halt wie gesagt so ein bisschen Horror, vielleicht auch so ein bisschen übernatürlich, Science Fiction und das ist einfach nicht meins. Es ist für mich sehr schwer, das für euch jetzt zusammenzufassen, es war einfach super verwirrend im Gesamten. Ja, und wie gesagt, wahrscheinlich einfach nicht mein Thema. Also,
Es ist, glaube ich, eine Story, wenn ich es jetzt im Nachwort richtig gelesen habe, die Veit Ezold schon in jungen Jahren mehr oder weniger geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob er selber Fan von H.P. Lovecraft war oder ob er das einfach, ja, da irgendwie mal was drüber schreiben wollte, keine Ahnung. Und hat das sozusagen als dann, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren, der Verlag, also Drömer Knauer, meinte, sie möchten so eine unterschiedliche Kurzgeschichtenbände rausbringen. Da hatte ich auch hier eins von Michael Zuckers. Genau, und dass er dann diese Geschichte genutzt hat und sozusagen nochmal aufgearbeitet hat und dann da aufgeschrieben hat, aber ja, keine Ahnung, ich kann da nicht groß was sagen, ich kann nicht groß was sagen, um was es geht, ich kann nicht groß sagen, wie es mir gefallen hat, weil ich einfach nur dauerhaft verwirrt war, deswegen hat es 1,5 Sterne bekommen und ja, war leider der größte Flop oder mit der größte Flop in diesem Jahr. Danach kam aber noch ein Highlight vom letzten Jahr, und zwar der Zodiac Killer von Gary L. Stewart. Gary L. Stewart wurde adoptiert als Kind, ist auch super behütet aufgewachsen, also er ist sehr zufrieden mit seiner Adoption, mit seiner Familie und möchte aber trotzdem natürlich irgendwann rausfinden, wer seine leiblichen Eltern sind. Er findet dann irgendwann seine leibliche Mutter, mit der er auch guten Kontakt hat und alles ist schön, und dann versucht er trotzdem halt auch rauszufinden, wer sein Vater ist. Und im Laufe seiner Recherchen, was denn du hier? Im Laufe seiner Recherchen findet er raus, dass sein Vater scheinbar der Zodiac-Killer ist. Der Zodiac-Killer ist ein Serienkiller aus den 60er Jahren der USA, der 5 Menschen auf dem Gewissen hat und die Polizei so ein bisschen mit kodierten, verschlüsselten Schriftstücken sozusagen zum Narren gehalten hat. Also er hat immer so ein paar Hinweise gegeben, auch so ein bisschen behauptet, dass er in den Schriftstücken seinen Namen versteckt hat, und keiner hat so richtig gecheckt. Und genau, also er war schon ziemlich ein berühmter, sag mal, Killer, und keiner hat ihn wirklich gefasst. Und Gary findet dann im Laufe der Ermittlungen zu seinem Vater raus, dass sein Vater eben der Serienkiller sein könnte oder sehr wahrscheinlich auch ist. Was machst du hier? Genau, und das ist das Buch, was er dann dazu geschrieben hat. Ich fand den Aufbau sehr gut. Also er fängt erstmal an, sozusagen den Mann, den er eben für den Zodiac Killer und für seinen Vater hält, zu beschreiben und zu erklären, wie haben sich seine Eltern kennengelernt, wie ist er sozusagen entstanden, wie kam es dazu, dass er adoptiert worden ist. Dann hat man den ganzen Weitergang, wie sein Vater zum Zodiac Killer geworden ist, was alles passiert ist. Ja, welche Opfer sozusagen dem Zodiac Killer zugeschrieben worden sind und so weiter. Und dann hat man die Überlegungen, die Nachforschungen nochmal explizit von Gary, wie er dazu gekommen ist, dass eben das jetzt der Fall ist, dass sein Vater der Zodiac Killer ist. Die Nachforschungen, die Sicht von ihm auf die ganze Tatsache, dass da eben so viele Menschen gestorben sind und so weiter. Also den Aufbau mochte ich total. In dem Buch sind auch Bilder drin. Also ich zeige mich einfach mal kurz so. Genau, sozusagen zu seinen Nachforschungen, Schriftstücke, Bilder von seinen Eltern als Kind, von ihm als Kind und so weiter. Also das auch ein wirkliches Highlight, sagen wir mal, als Print. Ich habe das Ganze als Print und als E-Book gelesen, aber habe natürlich zwischendurch immer mir auch die Bilder nochmal genauer angeschaut. Also das ist wirklich auch ein Highlight als Printexemplar. Allgemein hat es mir gut gefallen, dass es eben auch nicht so wie so ein Recherchebericht geschrieben worden ist, sondern wirklich, man liest das wie ein Roman. Also man hat wirklich das Gefühl, man lernt eben diesen Zodiac-Killer wirklich so von Anfang an kennen. Und das fand ich schon interessant. Am Ende ist das leider ein bisschen unbefriedigend, weil es nicht so hundertprozentig alles geklärt ist. Also man muss auch sagen, Gary hat schon viele Beweise, dass es sehr wahrscheinlich so ist, dass sein Vater der Zodiac-Killer ist und er der Polizei im Endeffekt den Namen nennen kann. Es ist aber so, dass es nicht abschließend wirklich geklärt wird, ob es so ist, weil ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so, ich versuche das Buch noch zu Ende zu machen. Genau, also es ist nicht abschließend geklärt, ob es wirklich so ist. Wenn ich jetzt richtig bin, ist es so, dass der Vater von ihm gestorben ist, also der leibliche Vater, den er eben für den Zodiac-Killer hält. Das heißt, man kann ihn nie wirklich befragen, ob es jetzt wirklich der Fall ist. Und das bleibt halt so ein bisschen offen. Dafür kann jetzt der Autor nichts. Das heißt, es liegt nicht am Buch, sondern es liegt im Endeffekt am Fall selber, an der Person selber, dass es halt so ein bisschen unbefriedigend ist und dass man jetzt nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob es jetzt wirklich das ist, was er herausgefunden hat. Aber es ist schon sehr überzeugend, dass er hier die Lösung des Falls des Zodiac Killer geliefert hat.
Und hat mir extrem gut gefallen, habe ich total gerne gelesen. Es hat mich auch neugierig gemacht, weiter etwas zum Zodiac Killer allgemein zu lesen, also zu dem ganzen Fall. Ja, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, kann ich euch sehr empfehlen, dieses ganze Buch. Also einfach, wie er das auch arbeitet, für mich wirklich, wie gesagt, sehr überzeugend, dass es am Ende wirklich so ist, wie er sagt, mit diesem Recherchematerial, was drin ist mit den Bildern. Und genau, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und war ein Highlight noch für mich. Dann habe ich noch in einer Leserunde gelesen Schweig von Judith Merchant. Das ist einfach ein Buch, was super in den Winter und zu Weihnachten passt. Und deswegen hat es natürlich auch in den Dezember sehr gut gepasst. Ich hatte von der Autorin schon Atem gelesen und das fand ich jetzt nicht so gut. Und deswegen habe ich mich ein bisschen gesträubt, Schweig zu lesen, obwohl das ja ziemlich gehypt war, beziehungsweise immer sehr gut bewertet worden ist. Und jetzt habe ich mich aber rangetraut mit Sarah vom Buchzauber. Und genau, wir haben das einfach zusammen gelesen und das hat auch super funktioniert. Also mir hat es recht gut gefallen. Es geht um zwei Schwestern und zwar um Esther und Sue. Und Esther beschließt an Weihnachten, an Heiligabend nochmal zu ihrer Schwester zu fahren. Und ja, ihr ein Geschenk zu bringen, eine Flasche Wein mitzunehmen und ja, ihr frohe Weihnachten zu wünschen. An sich verstehen die zwei sich nicht so gut, aber Esther ist der Meinung, sie muss sich so ein bisschen um Sue kümmern. Und ja, dann steht auf dem Klappentext einfach nur, das Geschenk wird nicht geöffnet, der Wein schon. Dinge werden gesagt, die besser ungesagt blieben und Taten werden begangen, die nie mehr rückgängig gemacht werden können. Genau. Und viel mehr muss man eigentlich gar nicht wissen, finde ich. Also sollte man vielleicht auch gar nicht wissen. Mir hat es auf jeden Fall super gefallen. Es war eine tolle Unterhaltung. Es lässt sich sehr gut lesen. Und ich mochte total den Aufbau. Wir lesen zum Teil aus Esthers Sicht, zum Teil aus Sus Sicht. Dann kommen auch noch andere Charaktere dazu. Und wir haben schnelle Wechsel. Wir haben kurze Kapitel. Dadurch ist es natürlich ein Buch, was sich noch schneller lesen lässt, was sehr spannend ist. Wir lesen teilweise auch aus der Vergangenheit. Dann lernt man so auch die Charaktere noch mehr kennen. Also dieser ganze Aufbau hat mir sehr gut gefallen. Und die Geschichte entwickelt sich dann in eine andere Richtung, also in eine Richtung, die ich jetzt nicht vermutet habe, aber die mir trotzdem sehr gut gefallen hat. Also dadurch, dass man auch so diese unterschiedlichen Charaktere in unterschiedlichen Zeitformen kennenlernt, ja, entsteht einfach eine ziemlich komplexe und gut gemachte Story. Also es ist jetzt nicht zu komplex, dass man nicht versteht, was Sache ist, sondern es ist einfach eine runde Story, so würde ich das vielleicht eher beschreiben, hat mir wirklich gut gefallen. Was dann passiert, hat mich teilweise echt sauer gemacht. Esther ist einfach ultra unsympathisch. Also es ist wirklich eine sehr unsympathische Person. Ich glaube, dass die Autorin das genauso gewollt hat, dass sie so unsympathisch rüberkommt. Also wirklich geht gar nicht. Auch am Ende, das Ende ist super gemacht, muss ich sagen. Aber ist halt was, was mich echt ein bisschen sauer macht. Einfach von dem, was passiert. Aber ja. An sich hat es mir wirklich gut gefallen. Es ist wirklich spannend. Man versucht die ganze Zeit zu ermitteln, so ein bisschen mit, was passiert eigentlich, weil man ja vom Klappentext so ein bisschen was weiß. Mir hat zwischendurch ab und zu was gefehlt. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, es passiert nicht wirklich viel und irgendwas fehlt. Ich kann das gar nicht so genau thematisieren, was gefehlt hat, aber ja, es hat mich einfach dazu veranlasst, jetzt 4 Sterne zu vergeben und keine 5, aber es ist ja trotzdem super gut. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es gelesen habe. Es hat mir auf jeden Fall wesentlich besser gefallen als Atme und ja, wie gesagt, passt super zu Weihnachten und in den Winter rein und ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann hatte ich um Nikolaus rum ein kleines Überraschungspaket von meiner Mama bekommen. Und da war ein Buch drin, Der kleine Mord von Anna Kirsch. Das ist ein Adventskalenderbuch, wo sozusagen 24 Kurzkrimis drin waren. Das sollte eigentlich zum 1. Dezember bei mir ankommen, aber ja, Hermes hat ein bisschen länger gebraucht. Deswegen kam es dann erst zum Nikolaus rum, ich glaube am 5. Dezember. Aber ich habe mich natürlich trotzdem sehr gefreut und habe dann die ersten paar Seiten dann einfach schneller gelesen. Es ist so, dass man, wie gesagt, 24 Krimis hat. Die sind so aufgebaut. Also man hat hier sozusagen die Überschrift und dann klappt man hier die Geschichte auf. Die hat dann maximal 2 Seiten. Das heißt, es ist auch schnell weggelesen. Man kann das auch wirklich an einem Tag dann diese eine Geschichte lesen. Und genau, es sind, wie gesagt, kleine Krimis. Hat mir sehr gut gefallen. Sie sind lustig gemacht. Sie sind einfach süß. Sie sind ja, einfach schön, mal so zwischendurch auch zum Lachen. Also, als Beispiel kann ich einfach, also wie man sich das so vorstellen kann. Ich schau mal, was ich so finde. Also genau, zum Beispiel der Wunschzettel ist eine Story, wo es grob gesagt darum geht, ein Mädchen
wünscht sich, dass die Lehrerin nicht mehr da ist. Also es sind auch alles so ein bisschen, hat alles ein bisschen mit Mord und Totschlag teilweise zu tun. Genau, und sie ist einfach nicht zufrieden mit der Lehrerin und schreibt dann den Weihnachtsmann, dass sie einfach gerne möchte, dass diese Frau nicht mehr da ist, und gibt dem Weihnachtsmann in dem Brief sozusagen auch ein paar Tipps, was er denn machen könnte, ne? Die nimmt doch hier Tabletten und man könnte doch dies und jenes machen. Und genau, ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie es ausgeht, aber so in die Richtung könnt ihr euch das vorstellen. Also es ist auch ein bisschen lustig gemacht und das fand ich schon gut, hat mir wirklich gut gefallen. Also es war jetzt auch keine so Story dabei, die mir nicht gefallen hat. Ich habe wirklich alle total gerne gelesen. Es ist einfach jeden Tag etwas, wo man so ein bisschen schmunzeln kann, und das hat mir wirklich gut gefallen. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Einfach was Kleines, Süßes. Sie sind kurz, sie lassen sich dadurch schnell lesen, und das fand ich einfach, ja, hat mir gut gefallen. Was noch so ein Zusatz ist, was ich eigentlich ganz cool finde, ist, hinten sind so ein paar Rezepte drin. Zum Beispiel Oma Ediths Butterplätzchen oder Isas feiner Quarkstollen oder was war hier noch drin? Cindys Pistazienmuffins, und die passen teilweise, diese Rezepte, zu den einzelnen Geschichten. Also man findet dann teilweise diese Gebäcke sozusagen in den Geschichten wieder. Ist einfach nochmal so ein zusätzliches Gimmick, was ganz süß ist. Ich habe jetzt nichts draus gebacken, aber ich finde es prinzipiell nicht verkehrt. Und genau, gefällt mir, hat mir wie gesagt sehr gut gefallen, kann ich euch total empfehlen, wenn ihr einfach was Süßes, Kleines haben wollt. So, wie gesagt, kann man auch immer an einem Tag lesen, ist hat mir, wie gesagt, gut gefallen. Ich glaube, ich habe jetzt 5000 Mal dasselbe gesagt. Ich kann es euch empfehlen. Und dann habe ich als letztes noch ein Buch von Karen Rose gelesen. Und zwar Eiskalt ist die Zärtlichkeit. Das ist Teil 1 ihrer Chicago-Reihe. Und ich habe aus der Reihe schon den anderen Teil gelesen. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welchen. Teil 4, 5, weiß ich nicht. Und ja, ich habe mir gedacht, ich könnte ja die Reihe noch mal ein bisschen weiter fortsetzen, zumal ich auch richtig Lust auf Karen Rose hatte. Und Eiskalt ist die Zärtlichkeit hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe 4,5 Sterne vergeben letztendlich, also auch ein Buch, was nochmal ein Highlight geworden ist, sozusagen am Ende des Jahres, fand ich wirklich super. Es ist jetzt ein Buch, was jetzt nicht groß nach irgendwas Besonderem klingt, weil es eine Story ist, die man vielleicht schon öfter gehört hat. Es geht um Grace. Und sie spielt so ein bisschen die glückliche Ehefrau, doch in Wahrheit ist es halt komplett anders. Sie hat einen gewalttätigen Ehemann, sie wird geschlagen, sie will am liebsten einfach nur fort. Und irgendwann ist es so, dass sie das schafft. Sie flieht mit ihrem Sohn und baut sich ein neues Leben auf. Und genau, sie täuscht ihren eigenen Tod vor, damit sie endlich frei ist, und baut sich, wie gesagt, dann woanders ein neues Leben auf. Und dann ist es so, dass sie halt langsam immer wieder versucht, einfach auch, oder in dem Fall dann lernt sie einen jungen Mann kennen, sie versucht da so ein bisschen sich zu öffnen für eine neue Liebe und alles. Und dann ist es natürlich so, dass der Ehemann, der alte Ehemann sozusagen, ja, nicht oder wieder auf der Bildfläche auftaucht und eben das nicht gut heißt. So kann man das grob zusammenfassen. Das heißt, wir haben dieses typische, also typisch in Anführungsstrichen, aber schon eine klassischere Story, die man öfter liest. Man hat einen gewalttätigen Ehemann, man hat eine Frau, die flieht, baut sich ein neues Leben auf und dann holt die Vergangenheit sie wieder ein. Das heißt, es ist jetzt nichts, was krass neu ist. Aber für mich war es einfach unfassbar spannend. Ich mag einfach den Schreibstil von Karen Rose. Ich mag, wie sie ihre Geschichten aufbaut. Man hat eben diesen Thriller drin, man hat gleichzeitig eine Liebesgeschichte drin, die teilweise auch wirklich sehr erotisch ist. Man hat trotzdem in dem Fall auch eine langsame Annäherung. Es ist jetzt teilweise auch so in ihren Büchern, dass es so von jetzt auf gleich so diese Anziehung da ist. Das stört mich aber nicht, weil für mich die Liebesstory nie im Vordergrund steht. Ich lese das einfach total gerne, diese Mischung. Und das macht es einfach aus. Dann ist es so, dass sie immer viele Perspektiven hat. Also wir haben eben unterschiedliche Perspektiven. Wir lesen aus der Sicht eben von Grace, wie sie jetzt ihr neues Leben aufbaut. Dann aus der Sicht des Ehemanns, des gewalttätigen Ehemanns, was damals passiert ist. Man erfährt sozusagen aus der Vergangenheit, was ist alles, was ist überhaupt passiert, warum sie ist sie geflohen, wie hat sie jetzt ihr Leben aufgebaut, wie fühlt sie sich jetzt. Und das, ja, das passt für mich einfach super, super zusammen. Man bleibt immer dran, man will immer wissen, was passiert jetzt. Schafft es der Ehemann, sie zu finden? Was passiert dann, wenn er sie findet? Was passiert auch mit dem Kind, ne? Weil da ist ja auch ein Kind dabei. Und ja, für mich einfach ein Buch, was unfassbar spannend war. Und deswegen hat es mir einfach auch so gut gefallen. Genau, es ist jetzt, wie gesagt, wenig überraschend, weil es einfach eine Grundstory ist, die man sich ungefähr denken kann. Also man, ne, wie gesagt, man hat diesen mehr oder weniger klaren Verlauf. Aber
es hat mich nicht gestört. Es war für mich super unterhaltsam, es war spannend. Ich bin da durchgeflogen durch die Seiten. Das Buch hat 640 Seiten, es hat sich für mich überhaupt nicht so angefühlt. Ich habe einfach total Bock, wieder mehr von Karen Walls zu lesen. Ich muss es definitiv machen. Ich muss auch in der Reihe weiterlesen. Es ist jetzt, glaube ich, eine Reihe, wo wahrscheinlich auch unterschiedliche Charaktere immer mal wieder auftauchen, aber es keinen klaren Zusammenhang gibt. Also man kann die auch unterschiedlich lesen, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht in Teil 4 oder 5 schon gelesen. Ja, aber es hat auch einfach tolle Charaktere, dieses ganze Buch. Und deswegen würde ich mich auf jeden Fall freuen, da diese Charaktere in anderen Büchern wiederzutreffen. Ja, ich bin auf jeden Fall total begeistert von dem Buch gewesen. Ich hatte richtig viel Spaß am Ende des Jahres mit diesem Buch. Ja, wie gesagt, es war super spannend und ich muss auf jeden Fall mehr von Karen Walls lesen. So, mit einigen Unterbrechungen, mit sicher einigen Schnitten, die ich setzen muss. Sind das jetzt die Bücher, die ich im Dezember gelesen habe? Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ein kleines Kind. Ich denke, ihr wisst es schon. Ich habe euch das schon in öfteren Videos erzählt. Ihr hört ihn ab und zu im Hintergrund. Jetzt habe ich es geschafft, dass er einschläft. Aber dadurch ist es natürlich so, dass ich immer mal wieder unterbrechen muss, immer mal ja auch einen Schnitt setzen muss. Wie gesagt, ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Aber Hauptsache, ich erzähle euch einfach ein bisschen, was ich so gelesen habe. Mir macht es auch total Spaß, mit euch darüber zu reden, beziehungsweise generell das erstmal zu erzählen und dann von euch Feedback zu bekommen. Deswegen werde ich es auf jeden Fall versuchen, weiterhin zu machen. Vielleicht halt mit einer kleinen Quasselstrippe nebenbei, aber ich denke, wir kriegen das hin. Ansonsten, mich würde, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wie immer eigentlich. Schreibt mir alles unten in die Kommentare. Ich liebe es, von euch zu hören, mit euch mich auszutauschen, was ihr zu meinen Büchern zu sagen habt, was ihr gelesen habt, was ihr empfehlen könnt. Alles, was euch so einfällt, bitte unten in die Kommentare und dann hoffe ich sehr, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!